Die Türkei steht am Scheideweg, allerdings nicht nur politisch, sondern insbesondere auch wirtschaftlich. In den vergangenen Jahren gehörte die Türkei zu den wachstumsstärksten Schwellenländern auf dieser Erde. Doch die jüngsten politischen Ereignisse könnten diesem Trend ganz, ganz schnell den Garaus machen. Wie es wirtschaftlich mit der Türkei weitergehen könnte, genau das wollen wir jetzt klären mit Michael Bloss. Er ist Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Herr Bloss, wo sehen Sie denn aktuell die größten Risiken für die türkische Wirtschaft? Die sind eigentlich mannigfach vorhanden, die haben wir aber in zwei großen Blöcken mal unterteilt. Zum einen ist es, dass viele große Investoren nicht mehr in der Türkei investieren, weil sie sagen, politisch sehr, sehr schwierig einzuordnen, instabile Lage, vor allem nach Freitag letzter Woche eine instabile Lage, jetzt wird mit, sagen wir mal, Sondererlassen regiert, das macht das ganze Thema auch nicht besser. Also da fließt einfach kein Geld mehr in die Türkei. Geld, was die Türkei aber eigentlich braucht, um auch damit arbeiten zu können. Und auf der zweiten Seite haben wir die Realwirtschaft. Die Türkei hat ein großes Haushaltsdefizit. Muss sehr, sehr viel importieren. Das ist ein großes Problem für die Türkei, dass sie es im Augenblick auch so nicht mehr leisten kann. Und das zweite Thema ist, deutsche Investoren, die zum Beispiel Firmen dort unten aufbauen und Ähnliches, die gehen auch im Augenblick eher sehr, sehr restriktiv damit um, sagen, okay, da halten wir uns mal zurück, investieren eher in andere Standorte, schauen mal, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema Tourismus. Ich meine, wenn man natürlich sehr tourismusabhängig ist und sagen wir mal so, es kommt zu solchen Reaktionen im Inland, dann muss man sich auch nicht wundern, dass dann halt der Tourist ausbleibt. Sie haben das große Leistungsbilanzdefizit der Türkei bereits angesprochen. Die Türkei ist de facto auf ausländische Gelder angewiesen. Andererseits bleiben nun die deutschen Unternehmen eben weg oder auch andere Unternehmen, nicht nur deutsche. Kann sich das die Türkei auf Dauer leisten? Also mittelfristig nicht. Kurzfristig kann man sowas überbrücken, da geht es, da bestehen ja auch noch gewisse Vertragsgeschichten, aber mittel- und langfristig wird das schon sehr, sehr bitter. Ja? Ich meine, für Deutschland ist es jetzt so, wir sind auf Rang 14 mit der Türkei als Exportpartner. Ja, das ist also ein Thema, da muss man sagen, okay, da gibt es noch viele größere davor, aber für die Türkei ist es schon ein wichtiges Thema. Sie muss sehr, sehr viel importieren, vor allem sehr viele wichtige Dinge importieren. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, es bauen sich ja auch mit jedem Import automatisch die Auslandsschulden auf. Und die werden dann teurer, die werden vielleicht auch komplizierter und vielleicht auch gar nicht mehr so einfach zu bedienen sein. Und das wird sich die Türkei langfristig so nicht leisten können. Es stimmt aber halt wieder die alte Gleichung, keine Demokratie, keine einfache Refinanzierung. Das ist nun halt mal so. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat nun bereits reagiert, die Kreditwürdigkeit der Türkei zurückgenommen. Mhm. Ist das am Ende des Tages mehr als eine symbolische Ohrfeige? Nee, das war schon ganz real. Also was Standard & Poor's hier macht, ist ja, sie betreibt ja keine Politik. Es macht keiner von uns. Keiner von uns betreibt Politik. Standard & Poor's gibt als ganz klare Aussage heraus, wo sehen wir denn aktuell die Kreditfinanzierbarkeit der Türkei und wo sehen wir dann den Credit denn in die Zukunft. Sie haben gesagt, sie sehen den negativ. Und ganz ehrlich, wenn Sie mich das fragen würden, würde ich Ihnen das auch so beantworten. Ja, da braucht man nicht groß lang drüber nachdenken. Woher sollen denn positive Impulse kommen? Wir haben im Augenblick eine desolate politische Lage, dass sich ja alles in ein einziges Kaskadensystem zurückzieht. Wir haben auf der anderen Seite die fehlenden ausländischen Investoren. Wir haben die fehlenden Income-Situationen für die Volkswirtschaft Türkei. Die sind einfach nicht da. Nochmal das Stichwort Tourismus, nochmal das Stichwort dementsprechend Produktionsverlagerungen und Ähnliches dahin. Also das fehlt einfach. Wo soll jetzt ein positiver Ausblick herkommen? Der ist schlicht und ergreifend einfach nicht gegeben. Und wo kein positiver Ausblick da ist, kann man ihn auch nicht bescheinigen. Und so hat S&P das gemacht und hat ein glasklares und meiner Ansicht nach auch ein sehr neutrales Votum dementsprechend abgegeben. Und damit muss man klarkommen. Das ist nun einfach die Situation, wie sie am Markt auch da ist. Liegt am Ende des Tages vielleicht auch in der Ökonomie eine Chance für die Demokratie in der Türkei oder anders gefragt, muss sich die Politik in der Türkei am Ende des Tages den ökonomischen Zwängen beugen? Also im Regelfall ja, weil wenn einem irgendwann mal das Geld ausgeht, ich meine, Brecht hat ja gesagt, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Jetzt könnte man das ein bisschen umformulieren. Erst kommt der Hunger und dann kommt der innerpolitische Aufstand. Und das weiß auch die Führung in der Türkei, dass wenn irgendwann einmal auf gut Schwäbisch der Pulver ausgeht, dann wird das ganze Thema schwierig, dann wird sie dementsprechend kompromissbereit sein müssen. Das geht allerdings noch relativ lang. Und auf der anderen Seite muss man halt auch eines sehen, wir
Professoren entlässt und Journalisten in Knast schickt und dies alles. Wer Freiheit, auch Freiheit von Lehre und Forschung, dementsprechend einschränkt, der muss einfach auch damit rechnen, dass das Blatt sich irgendwann einmal gegen ihn wendet. Und das ist nun einfach auch so ein Thema. Das ist Demokratie. Und diese Demokratie fehlt im Augenblick in der Türkei ein wenig. Das merkt man auch durch die Reaktion des Auslands, durch der Investoren. Und da wird die Türkei relativ schnell merken, wenn kein Investor mehr da ist, dann geht es auch meiner heimischen Wirtschaft nicht gut. Und was die Politik dann draus macht, das werden wir sehen. Zu den jüngsten Ereignissen in der Türkei, Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.